Lass uns, ich hol mal, komm, ich hol Elmo ran. Jetzt, solange ich noch ein bisschen was sehe, dann warten wir, bis Tag wird und dann machen wir den Rest, oder? Oder einer von euch muss Elmo holen, ich sehe nichts. Dann lass uns jetzt im Dunkeln mal hier ein paar Spikes verbeißen. Hier die? Hier oben? Ja, sonst also. Kommen wir noch nicht auf Elmo. Ah, ich weiß, was ich gegen die Viecher machen kann, die uns gefährlich werden könnten. Okay, danke. Kannst du auch in die Dinger hinlegen. Ich habe 6 Spear Traps. Ich platziere jetzt hier vor das Gate, wo alle... Ja, genau, da Simon. Wenn du ein paar mehr platzieren könntest, wäre gut. Oder, ja. Ja, die haben halt dieses Reichweiten-Dingens, ne? Ja, dann ist da vielleicht was. Da ist die Base, da ist die Base drin. Bist du safe? Möchte einer mal mit K über das andere Ding versuchen, drüber zu gucken? Der hat da ein paar Pflanzen, ne? Und ohne Witz. Da müssten wir echt anlaufen und da die kaputt machen. Die Pflanzen... Warte mal, wenn die Pflanzen oben vom Tor... Nein, da kommt was raus jetzt! Wie runter wieder, oder? Alle kommen raus! Da ist zum Thema passiv. Ich hab dir mal vorhin einen Schuss gedrückt. Hast guck, du nicht getroffen? Ja gut, dann Attacke, nur passt auf mit den Bärenfallen. Da muss er wohl... Ja. Zwei sind unter mir hier. Dann, ja. da können wir nicht hin. Dann probier die mal wieder in die Richtung hier zu kiten. Nur passt auf, ne? Hinter euch sind die Bärenkraften. Ja, dann gehen wieder. Bärenfallen. Alter, werden wir, hier wird wer von der Pflanze... Ja, das bin ich. Ja, was stehst denn du? Da oben? Weil ich jetzt einen von denen da oben an, dass runterkommen oder wie? Die sind schon auf Mad, aber die sind stuck. Die da vorne. Warte mal, ich gebe. Ich banner sie an. So, die kommen. Stuck, die kommen da nicht raus gerade. Hier, Jungs, von vorne. Jo, perfekt. Und jetzt ran da. Geht mal ein Stück nach hinten, nicht, dass die jetzt da noch von oben auch noch runterkommen. Ja. Alles klar. Der Spino. Ja, ja, der Rex hier ist auch stark, glaube ich, vor uns. Kann gut sein. Kann gut sein. 154er Spino. Das ist aber alles erbrütet, oder? Von denen. Also ja, das ist hier nichts von wert. Also wenn das hier, wenn der Rex jetzt 200 irgendwas ist, dann haben wir da, haben wir das Weibchen von den Enchantern gekriegt. Pass auf, die Pflanzen ballern ja gleich auf dich, weißer Rex. Alter, guck mal, was da oben noch alles rumpimmelt. Ja, hab ich noch gar nicht gesehen. Das meintet ihr mit Stuck? Ach so. Ich glaube, das ist das Weibchen von denen. Das hatten die Enchanter ja bei ihm. Nee. Ja, drei ja nochmal. Alles klar, ich mach mal noch ein bisschen auf Damage. Der kann sich. So, warte mal. Ich würde sie jetzt mal abballern da oben. Ja, die sind auf uns, aber die stecken in sich fest. Die müssen... Ach, links ja, kaum die noch kommen jetzt wahrscheinlich raus. Warte. Fang jetzt ein paar Schüsse vor einer Pflanze wahrscheinlich, ja. Ich baller einfach auf den Spiel mit meiner Handfeuerwaffe. Geh vorbei. Jetzt du hier. Ja, ey, sie kommen, Leute, Hilfe. Ja, zurück. Oh, der Bär, das ist der Bär. Adrian, das ist deiner. Den Bär, den brauchst du, Boy. Nee, was? Der 166er schon, der war schon durch. 29er nur. Ja, er ist in den Spikes, sehr gut, guck mal hier. Der ist aber low, der ist richtig low. Lol, oh, wie die Spikes hier auseinandernehmen. 165, ja, ich wollte auch gerade sagen, 154. WTF, die Spikes. Alter, ja, guck mal, was da rechts noch alles durchguckt. Spino, Rex, Spino. Rechts sind noch drei Rexe und zwei andersrum. Ja, die rechts, die interessieren ja erst. Okay, geht noch einmal einer hoch, oder? Ja, ich bin dabei, aber die LKW-Lenkung hier ist dang. Ich mach Platz, ich geh nochmal auf. Mili. Okay, 310 Mili habe ich. Alter, das ist wirklich Leveln pur, ne? PvP. Ja. Ich stehe gerade ultra scheiße. Genau nicht in Bereitschaftsposition. Ich schieß nochmal auf das da drin, ne? Ja, dann wird die Holzbase da drin wohl sein, hab und gut sein, oder? Ja. Das sehe ich noch nicht so ganz, aber. Nur ich glaube, warte mal, was ist denn das da? Steht doch auch was. Was aggro denn der Spine oder hinten? Der ist doch nicht da aggro, ist auch eine Wood Wall, Moment mal. Oh fuck, man sieht das so schlecht da, ne? Auf wen aggro die? Auf irgendwen da rechts ist, Leute. Da ganz hinten steht ein. Ah ne, guck mal da, das ist eine Base. Brick Wall ja, sind da. Und Zementdächer. Nicht nur Holz, Zement, Brick. Ja, hab, sehr gut. Okay, alle runter, ne? Wenn ihr jetzt mit hierher jumpen könntet, wäre nett. Okay. Obwohl, die haben kein Sattel, kann nix, die müsste ich fighten. So, perfekt. Boah, den voll damit hätte ich auch. Der Affe. Passt auf mit den Pflanzen, die ballern gleich auf uns. Warte mal, ich kill mal den Affen hier, ja, ich
Problemer. Ja, er will sehr mich. Schön. Ah, oh, der weiße Rex. Ach, ist der von. Nee. Nee, aber. Pass auf die Pflanzen auf. Ja, ja, ich wurde halt richtig gern gefokust von den Pflanzen. Immer noch. Perfekt. Ja, ich kann mich auch nicht wegbewegen, weil da eine Rex-Arsch bei mir ist. Sind alle weg, ne? Sehr gut. Und jetzt am besten hier wegrennen. Dadurch. Du wurdest nicht verballert, okay, glaube ich. Ich glaube, ich habe. Ja, weil ich tanke gerade hier die Pflanzen. Jetzt müsste Elmo kommen. Moment, Moment. Ich hau hier kurz ab. Hier liegen überall Beutel. Möchte einer mal durchgucken? Hier drückt mir die Daumen, dass er nicht stirbt, ne? Oh, ran. Er wird nicht sterben. Die jetzt, Sache ist, jetzt kommt er online. Wir könnten auf die Fresse kriegen. Ja, wenn wir da rein, wenn da reingeht, ne? Das Ding ist, es muss ein Rex draufspringen. Dann muss ich mit dem nach vorne laufen. Guck mal, ob das hinkommt. Ich sehe das nämlich nicht. Ja, das ist perfekt. Ja, passt perfekt. Echt? Ja, übelst geil. Nee. Doch, da ist doch, eine Lücke. Doch. Ja, aber die Lücke kann man ja. Ich muss dann einfach in die. Okay. Pi, aber wartet mal, wenn da jetzt ein Rex drinne sein sollte, ja? Da ist einer drin. Weil da sind verdammt viele Pflanzen. Was machen? Was machen? Warten, bis die anderen auch da sind. Pass auf, ne? Wenn du beballert wirst, dann. Gib mir einfach Anweisung. Ja, ich fahr's wieder nochmal kurz durch. Okay, jetzt krieg ich Damage. Go, go, go. Du musst jetzt. Nein. Ey, man kommt nicht rauf. Ich komm nicht rauf. Lauf mal rückwärts, bitte. Geht nicht. Er springt das Stück nicht. Ach, dann bau von dem Ceiling. Nee, geht da nicht. Was machst du mit dem Ceiling? Könnte auch gehen. Spikes weg. Bomben. Ja. Eieiei, also das ist eine Aktion. Oder halt, warte mal, hast du da oben an dem Pillar, wo du das Ceiling dran hast, noch einen Ceiling nach vorne hinsetzen können? Dürfte er nicht, wenn er keine Rampe setzen konnte. Aber vielleicht kann er mit dem Rex dann hier auf das Ceiling und von da aus dann springen quasi. Ah, da hochlaufen, meinst du? Ja, nein, dass er von hier springt, weil also das Problem war ja, dass er die Rampe hoch ist und dann nicht noch so ein Stück gesprungen ist, sondern er ist straight nach unten gefallen. Und vielleicht ist das anders, wenn er auf einer Geraden ist. Bikes sind das Problem, glaube ich. Dann müssen wir ihn wegmachen. Dann müssen wir ein paar Grenades usen. Ist doch ich nicht bin das dabei. Das ja, so. Ego, Alter. Welche denn am besten? So klappt das nicht. Wie? Ja, also, wenn die Spikes noch da sind. Mal 8 Tage auf. Tschüss. Los rein, Junge. Die da? Ja, die da. Dafür brauche ich auch nur 3 Stück. Glaube ich. 3 oder 4. Ist ja moderat. Ist das so, ne? Also den Rest mal kaputt, den Rest bitte einmal kaputt beißen, komm. Das ist eine Tüftelei. Aber der hat, von vorne definitiv gut gesichert, von hinten hätte man auf jeden Fall noch ein paar mehr Plant X sagen können. So, das ist zu steil. Da kommst du mit dem Rex nicht hoch. Halt die Klappe. Du musst vorher auf die Spitze schon laufen. Reicht das? Ja. Da fängt gerade schon so aus, als wenn man da normal. Ah, warte kann. Mal, ich bin hier noch bugged von den Pflanzen. Ja, das ja jetzt geht's wieder bei dir. Ich komme. Ich steig mal kurz ab, ich muss was trinken. Los, schnell, 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 go, go, warum go, go, schnell? Nein, die schießen nicht auf dich da. Ach so. Bist du auf der Spitze? Warte. So sehr gut. Kannst ich du. Ich hänge hier am Ceiling, so jetzt. Ist okay, ist okay. Oh, Alter, ich bin richtig. Das ist die übelste Aktion, ne? Siehst du? Ist zu steil. Auf über die mach mal noch ein bisschen nach rechts. Da muss also, er hoch. Ich bin in den Spikes, deswegen. Er ist drin. Ja, er ist oben. Passiert was? Wirst du beballert? Nein, nichts. Okay, dann bleib gut, einfach stehen. Alter, okay, das ist echt. Genius ist der nächste. Na gut, auf die Spitze, auf die. Lauf mal ein bisschen nach rechts hier. Plattform. Dass der nächste drauf springen kann. Perfekt. Jetzt wird's neblig. Egal. Gut, macht nichts. So, ich glaube. Noch ein Stück nach. So. Probier mal. Du musst rennen, ne? Renn. Bin ich. Hoch, hoch, hoch. Bist du oben? Nein. Du stehst noch auf mir drauf, halb, oder? Halb so. Ich krieg halt Damage von den Spikes. Ich kann nicht. Ja, aber ja, nächste oben. Okay. Wir willst du mich Simon hoch? Ja, Simon, warte mal. Wir, der letzte kann noch zu Fuß hochkommen. Wie denn?
Er parkt den Elmo da, steigt ab, läuft nach oben. Ach lol, okay. Warte, ich muss mich kurz neu positionen. Willst du deinen Rex da hoch haben oder meinen Rex da hoch haben? Lol, ich wurde von Pflanzen abgeballert. Hab die Frage trotzdem. Wollen wir den Rex hier? nimm deinen. Ja, wer wird es besser? Der andere ist zu gut. Der muss ja irgendwas wert sein, wenn er passt. Pass reicht, geht das so von der? Oh ja. Aber pass ein bisschen auf. Oh, die Pflanzen nach rechts schießen mich, fuck. Wie ich bin careful, noch ein bisschen geslowt gerade, warte. Du? Da war ein Pflanzenschuss dabei. Der ist passiv. Ja, die Pflanzen da auf dem Dach. Vorwärts und jetzt nach rechts gucken noch ein bisschen, ne? So? Ja. Wenn der dritte Rex hier ist, dann müssen wir als Erstes die zurück. Ja, mach das. Es ist also generell so. Nein, ich wurde runtergeschossen. What the fuck ist hier los? Man liegt da und du kannst dich streiten. Nein, was ist jetzt schon wieder? Du hast mich wieder in den Dingsmus gehalten. Hä, aber das geht, so habe ich es doch bei allen anderen auch gemacht. Könnt ihr es mal gekackt bekommen? Kamikaze. Go Zero, geh links an den Rex ran. Ich geh auf meinen Rex, Der wird das Tor gleich aufmachen. Okay. Und versuch mal die Pflanzen zu aggrund. Schnell. Alter Vater. Lauf geradeaus. Das ist jetzt, das könnte jetzt heftig werden. Er ist hier vorne am Haus. Treffen die dich an? Ja. Die Viecher unten sind auch aggro. Die Pflanzen. Pass auf. Hat da so viele Dümmos drin, Alter, wow. Ja, ich hab einen Eingang ins Haus. Lol, Alter, ich pack hier übel. Links da, oder was? Komm, die Rampe nicht hoch. Geht nicht zu Fuß. Ist zu schnell. Machen dir die Pflanzen kein Damage? Die Rampe ist zu schnell, Alter. Bring vorne rüber. Die greifen dich gar nicht an. Ja, ich versuch. Warte nicht mehr. Warte mal, ich überlege. Nee, das schafft warte man mal, nicht. Ich dreh mich mal und hol. Du bist auch gerade raus. Wo ist die, Alter? Warte. Boah, da sind viele Pflanzen, da gehen wir nicht hin. Lauf hoch, so, wenn er gerade steht, und ich laufen, lass ihn hoch, lauf ran. Wie bitte? Steck ab. Bin ich. So, auch ich bin. Alter Vater, leckt's gerade. Ich bin. Ich bin auf der Plattform. Okay, perfekt. Und. Komm mal mit. Oh, das war ganz knapp. Okay, ich bin jetzt hier. Und fühle mich gerade ziemlich. Die könnten einen nach unten drücken, hier die Linken. Da musst du ein bisschen aufpassen, ja? Was soll ich tun, Leute? Ich bin hier zu Fuß. Die Linken, die jucken nicht. Pass auf. Lauf mal straight durch zum Doorbell. Ist der schon. Lauf jetzt. Er ist schon ausgerannt. Soll ich zur Hütte? Ich bin an seiner Hütte. Was? Hier ist ja alles kaputt schon. Und jetzt? Ja, was soll ich tun? Ja, die Sachen wegschmeißen, oder? Ja, die Sachen. Alter Vater, okay, der hat übelst die Sniper-Muni. Der ich Rest. Ich bin auch jetzt hier oben, ne? Aber ich passe auf, dass er nicht irgendwie was unten aufmacht, dass unser Dreck zu sterben. Die nehme ich? Jo. Das wäre ganz gut. Der Rest kann ja Eisen und sowas brauchen wir halt auch nicht, ne? Das hier mit den zwei Rexen hier, sind die von ihm? Nee, ich bin der irgendwas. Eine und der andere hier. Alter, hat der viele, der hat hunderte. Der hat hunderte Obsidian-Pfeile, ich lass das mal. Hier ist ein Rex, der beißt. Ja, der beißt. Ich. Hilfe! Adrian, hilf ihm. Ja, ich drehe. Was soll ich jetzt machen? Soll ich looten oder was? Du sollst mir helfen. Ja, womit denn? Ich bin zu Fuß hier oben. Ich bin da. Welche Farbe ist der Rex? Du bist. Der den weißen beißt. Der rechte davon. Okay, ich schieß einfach mit drauf. Scheiße, welcher denn? Komm, wir pushen. Der weiter. Einzelne. Fuck. Richtung Loch. Der Richtung Loch? Ja. Okay, Einzelne dann. Da vorne. Das wird der Beste sein, den er hat. Ja. Ich schieß mit Giftpfeilen drauf. Ja, müssen ihn da rausdrücken. Ja, wir können ihn tranken, ne? Jo, ich schieß mit Giftpfeilen einfach drauf. Immer weiter. Da hatte er ja seine Defense. So wäre es nämlich auch rausgegangen, wenn er von Anfang an online gewesen wäre, nehme ich an. Ah, vielleicht bei dem stört's mich nicht, ob er da war. Seine Base ist doch die safeste von allen. Jo. Mein Rex ist halb down. Ja, meiner auch. Zieht euch nicht zurück, einfach drauf, seiner auch. Wer nachgibt in der Situation jetzt, nice. Das war nicht der Beste. Er ist auch down. Sicher? Ja, er hat ihn gleich in der Luft gebissen. Hat er hier noch ein Bett? Habt ihr da schon die... Er hat hier ein Bett. Dann mach das kaputt. Mach ich mit der Granate, weil es jetzt schnell gehen soll.
Ach nee, Respawn Cooldown 1 Minute 40. Kann ich ganz gediegen kaputt hauen. Sehr gut. Ich würde gerne den Rex am Tier noch töten. Aber erstmal muss ich mich jetzt hier im Ort also in Sicherheit geben. Alles. Ich greife hier wie eine Pflanze die ganze Zeit an. Könnte einer mal bitte kurz rauskommen, mir helfen, vorziehen? Ich hab ein Problem. Ja, komme. Sonst rennt halt einfach raus und. Nee, die Pflanze, die fuckt mich ab. Sag mir, was ich machen kann. Ich kann mit Granaten supporten. Die Sachen einfach weg. Welcher von euch beiden? Der nicht. Okay. Der Weiße. Ich greife gerade den hier an. Okay, ich bin am, Looten. Der hat die Dinos von uns alle passiv gekillt, Alter. Alle. Echt? Ja, also deswegen soll er sich nicht so haben. Okay. Interessiert mich. Ja, es ist sowieso, ja, wie gesagt, regelfreier Server, wer damit nicht klarkommt, ist mir egal. Aber hier geht er dann immer um die Moral, aber er macht's auch nicht anders. Also oh, das ganz viel der Kandidat nicht rumheult. Lass uns bitte alles töten. Alles, was da rum. Da höre ich den Adrian raus. Das ja, ist mein Boy. Das Ding ist, Der hatte mit uns nichts zu tun, eigentlich. Kommt dann an, wo wir weg waren, und killt einfach alles, was bei uns da rumstand. Alles. Einfach mal alles. Mit alles Scheißbären. Ja, und das nervt mich, deswegen. Der Typ, der juckt mich überhaupt nicht. Ja, was mich gestört hat, ist dieses Jahr, ihr würdet niemals an meine Base vollkommen. Oh, der hat hier zwei Tresore. Ungesichert, ohne PIN-Code, Alter. Dann nimm raus, was du haben willst, und spring das weg. Shotgun nehme ich mit. Nimm auf jeden Fall die Blueprints raus, weil er meinte, er hätte eine, lilane Longneck. Eine lilane Longneck sehe ich aber nicht. Also ich drop ja generell. Ja, dann hat er geblufft. War es dann ein Wunder, dass er geblufft hat. Ich drop ja generell einfach hier alles. Also warum hat denn der die nicht gesichert? Wir wären da nicht dran gekommen, wenn er die jetzt nicht gesichert hätte, ne? Und pass mal jemand beide, auf, dass er hier nicht reinrennt und einfach einen Code dran macht. Oh, Gunpowder. Oh, scheiße, ich habe ein Standbild. Oh, scheiße. Scheiße, geht wieder. Hier ist jede Menge Gunpowder, aber das wiegt halt scheiße viel, ne? Wir haben drei Rex hier. Und ein Ernie. Erdi, whatever. Na, aber Ernie war eigentlich dafür gedacht, dass wir ihn zurücklassen. Ja. Ernie nehme ich nicht mehr mit. Mach das in die Rexe rein. Der Ernie, der muss schon zurückbleiben, der kann nichts tragen. So, den Rest machst okay, du in den weißen rein. Rex ja. Kommt jetzt die erste Ladung rein. Wie viele Granaten habt ihr noch schon noch um das Tor da unten? 12, ja. Wir machen neue hier oben. Wir machen mit seinem Shit neue. Ich drop hier gerade mal jede Menge Fleisch, ja? Ja, da machen wir neue. Nein, das Fleisch. Gott. Sorry, ich helfe dir beim Aufsammeln. Ich sammle dir wieder was auf. Öl da ist, ist egal. Ja, ich bin jetzt sowieso jetzt voll, Leute. Passt denn? Habt ihr das Bett kaputt gemacht? Ja, passt trotzdem einer auf. Ah, der kommt ja selbst nicht mehr hier hoch, ne? Nee, glaub nicht, ne? Nein, was der kann der Rex ein Stück vor. Ich kann mich nämlich gar nicht bewegen, der Weiße. Perfekt, reicht. Kriegst jetzt. Hast du hier irgendwo Öl gesehen? Ja, hab ich gedroppt. Braucht ihr Öl? Naja, machen wir noch mehr Granaten von seinem Zeug. Weil es respawnt gerade alles hier drin, daher ist das eh egal. So, du kriegst gerade. In dem einen Tresor, da ist noch Stuff, da habe ich noch nicht alles durchgeguckt. Akku-Traps nehme ich. Jede Menge Zeugs. Du hast hier Fellrüstung weggeschmissen. Ja, weil die zu schwer ist. Oder genau. Ich bin gar keine Ahnung. Lack. Ist mir auch egal. Durch ja, die ich nehme das mit, was ich unbedingt brauche. Der Rest kann hier bleiben. Die Narcotics sind zum Beispiel auch useless. Ja. Wie kannst du. Der hat meine Ballista-Bolts da drin, die ich im Elmo zurückgelassen habe. Das ist auf jeden Fall sehr Kotex. Kotex, naja. Scheiße, es wird nachts, das ist für mich der Tod. Es wird da gerade wieder dunkel, ne? Und also wenn die Dinos da unten noch killen wollen. Dann lass uns, ich hab. Oh, hier ist noch Dünger. Ich hab überall jetzt eigentlich reingeschaut. Was? Ich hab den Bogen mitgenommen. Fuck off. Noch mehr Dünger, Alter. Der hat bestimmt 100 Dünger uns hier verpasst. Warum haben die so viel Dünger und pflanzen es nicht an? Das erste, was ich mache, wenn ich Dünger habe, ist eine neue Plant. So, ich würde wieder runterjumpen, wenn's. Ist alles raus? Weil es passt gerade keiner auf die Rexe auf, ne? Ja, aber da kann sich einer von den Rexen hinstellen. Nach unten wieder. Und das Gate aufschwingen, wo die Spinos und Code noch drin waren. Ja, ich sehe halt nichts. Das ist ein bisschen. Ja, ihr könnt zu Fuß einfach über Elmo rüber, der bleibt hier einfach stehen. Ja, die kommen raus, die sind in den Bärentraps. Leute, Hilfe! Hilfe! Ja, der Rex, der muss da rausspringen. Ja. Die sind in den Bärentrap.
Elmo ist da halt echt scheiße, ne? Freunde, wir müssen hier. Ja. Alter, ich hab grad, der hat das Tor aufgemacht unten, der ist da auf seinem Schuh. Der Elmo muss da weg, sonst kommen wir nicht weg. Was soll ich tun? Elmo. Elmo muss, immer noch? Muss nach ja, hinten. Ich bin noch grad dabei, Leute. Ich sehe halt nichts zur Hälfte. So. So, ran auf die Möhre. Auf jeden Fall waren die Bear Traps eine gute Idee. So. Da fehlt doch schon ein Rex, oder? Da fehlt ein brauner Rex. Ah, ne, der ist dabei von uns. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Spino hier stuck drauf. Drauf. Und warum habe ich Torpor? Oder bin vergiftet? Ja, hier ist so ein Frosch hier irgendwo. Achso. Ich sehe jetzt, ab jetzt sehe ich fast nichts mehr. Einfach beide. Ist egal. Du musst nur hören. Ja, ich sehe die weißen Rexe und gehe neben die und weiß einfach. Und sehe die gelben Schriften. Wenn du noch ein bisschen was brauchst hier. Oh, perfekt, Alter. Perfekt, du Boy. Pass auf, der hat da drin bestimmt auch noch Pflanzen, oder nicht? Ja. Töte hier den Gambling. Und nach rechts, wenn der eine weiße Rex nach rechts läuft, da sind auch noch Bären fallen, da müsst ihr aufpassen. Ja, da ist aber noch ein anderer Rex. Das ist wahrscheinlich der 200er, oder? Weil es ist der letzte Rex, der hier steht. Ich habe Angst, hier reinzurennen. Wenn der reinrennen. Achso, ja stimmt. Wenn der das Tor zumacht, scheiße. Aber wir haben noch Granaten. Und pass auf, die werden fallen, die machen sich wieder aktiv, ne? Ach, die gehen aktiv wieder. Ich glaube ja, also ich sammle sie mal auf. Ich glaube nicht, dass die nach Views noch haben. Kann sie nur abbauen, glaube ich, oder? Ja, ich muss sie dann reparieren. So, bin wieder auf dem Rex. Und drauf jetzt. Jetzt ist er down. Was ist denn da noch? Ach, das ist. Ach lol. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ja, jetzt ist er down. könnt ihr das Tor noch aufsprengen? Ich sehe nichts. Ich kann nichts aufsprengen. Das ist das Tor auf derselben Seite. Das ist nur ein anderer Aus. Tor, wo wir davor stehen, dann sind wir am Ufer. Dann das also. Oben. Dann das oben, weil da sind noch die Rexe drin. Rechts oben. Ich sehe halt ja, gar nichts. Andere Hügel. Auf dem anderen Hügel. Warte, ich stelle mich mal drunter. Nada. Pass auf, Bärenfalle geradeaus, ne? Und links. Redet von hier oben drauf. Bärenfallen, die werden uns noch wie unser eigener. Ach, so, das zum Beispiel. Ich glaube, dann wieder mit Elmo. Das ist kein Ding. Dann wieder mit Elmo rein. Hin. Oh, da habe ich gekriegt. Da sind Pflanzen. Einer rennt gerade in die Bärenfalle. Nee. Rechts sind Pflanzen. Pass da auf. Jo. Ich dodge gerade meine Bärenfalle hier. Gut, das Tor da aufsprengen. Da kommen wir aber nicht mit dem Elmo dann hin, ne? Ja, nee, aber die kommen Pflanzen. Rausgerannt. Ich nehme die Bärenfalle hier jetzt weg, ey. Er will die doch für die Tiere töten. Ich will nur die Dinos haben, so wie der, die von uns auch umst hat. Schön und ohne Gegenwehr. Das heißt, du willst da oben jetzt aufsprengen, ein Loch drin dass haben. Die rausrennen, auffressen und dann können wir einen Abflug machen. Ja, dann sprengen doch. Alter, nein, ich werde abgeballert. Ich werde abgeballert. Bisschen Salz gerade, ne? Ich sehe nichts. Wie bitte? Ich bin leicht salty. Du? Ja, ja ganz weil der einfach die Dinos von uns gebumst hat. Passiv. Ich sehe gerade, kann er ja Fackler machen. Ja, warte. Da, sorry, du kannst doch einfach mir geben, dann mache ich das immer. Ich habe nämlich keine. Ja, kannst du da was hochwerfen jetzt, oder? Oh, schon wieder, Alter. Sobald ich... Nee, kann ich... Warte. Komm einfach hier hin, wo ich auch bin. Ich bin ja sagen. Nur auf meinem Rex. Mehr bin ich ja nicht. Eine neue Position. Ja, ich auch, aber... Und da habe ich... So. 1, 2, 3. Bumm. Perfekt. 1, 2, 3. Ja, die jetzt natürlich auf passiv gestellt, eins, das ist ärgerlich, zwei, aber was soll's. Drei. Dann kommt Elmon nochmal zum Einsatz. Ja, der kommt dann nicht ran. 1, 2, 3. Ich ja. Ich glaub, das ist kann man die, da, kommt man da von innen nicht auch dran? 1, 2, 3. Also wenn man in seinem Gehege drin ist, kommt man da nicht dann auch irgendwie da hoch? Ein bisschen kürzer machen. 1, 2, 3. Jetzt. Ja, sorry. So. Eine noch? 2, 3. Noch eine? Ja, eine. Ja. 1, 2, 3. Aber da guckt ja auch nichts an der Wand raus, ne? Ich denke mal, die sind... Wird da entweder umgeparkt oder passiv? Einer ist da drinne. Zwei sind da drinne. Ich sehe nichts, die linke deswegen. Wand. Pass auf wegen den Plants, ne? Die kommen da direkt. Oh, da die ist ein Rex, sehe ich. Ja, da ist ein Rex so eingequetscht. Ups.
Kann ich hier absteigen oder krieg ich aufs Maul? Kriegst aufs Maul, ich weiß nicht. So, Rex, kommst du da raus? Er ist passiv alles, ich schieß ihn ab, aber es... Ich will diesen scheiß Rex haben. Elmo? Dann hol mal Elmo. So wir auch. Dann hol ich Elmo. Ich brauch nichts mehr. Ernie holen oder Erdi, Elmo, eins, Fotze, zwei, wie auch immer. Drei. Perfekto. Vorsicht, da ist noch eine Bärenfalle. Bärenfalle? Ja, hier am Stein. So. Muss schon zu uns kommen, ne? Nicht ja, da weiter ja, hin. Ja. Du musst ein bisschen drehen. Adrian hat die Physik noch nicht so ganz. Ich hab gerade slow bekommen. Das Tal, das lenkt wie ein Panzer. Ist halt really so. Und das Ding in oben macht das Gefühl noch heftiger. Nee, ich bin ist instant geballert. Aber Leute, guck mal hier links. Zurück, wenn man hier links zurück reingeht, kommt man dann nicht rechts da irgendwie hoch oder kann da hochgucken? Nein, mit nee, das da ist ja diese. Was? Jetzt vorsichtig nach rechts. Das ist eine Aktion, Alter. Das ist wie im Zirkus. Ist es halt echt. Oh, Pflanzenballern. Achtung, Achtung, Achtung. Wie von da oben, von ganz oben aus dem Gate. War noch nie so safe. Baller wieder. Elmo muss ein Stück zurück. Elmo geht. Oh, das war viel zu schräg, ja. Ja. Viel zu schräg. Aber zu schräg, ja. Mhm. Machst du nix. Mann! Oh. Geh doch zu Fuß da hoch und feig den zu Tode. Ist doch richtig egal, er ist eh passiv. Wollte gerade sagen, rennt einfach hoch und er schießt die Viecher. Hast du einen Fallschirm? Oh, oder wir segeln da rein, ist da auch safe. Was ballerst du denn? Mit meiner Longneck. Longneck, ich will den scheiß Rex töten. Der dumme Wichser da. Den kriegen wir nicht. Ich töte ein bisschen. Noch ein Feuerfall, so jetzt kommen die Narcotics. Longneck vielleicht? Oh, Alex, schmeiß die Granaten rein! Wie er uns, so wir ihn. So, jetzt kann ich mal schön auf den Kopf schießen. Ist der Kopf jetzt zu sehen? Ja, der Kopf ist frei. Oh. 214! I got it! Ich will den Sattel. Ich glaube, die haben einen guten Sattel. Und genau diesen Sattel haben wir uns dann nicht mehr geholt. Ja, das ist ein kleiner Anhang von mir. Zum einen, weil meine Tonspur verkackt ist und man nur noch die Mitspieler gehört hat und mich nicht mehr. Und zum anderen, weil ich sowieso ein kleines Nachwort sagen wollte. Und zwar, vielen Dank für alle, die Season 2 so aktiv verfolgt haben, Kommentare geschrieben haben, bewertet haben und so weiter. Natürlich auch danke, danke, danke an die, die mitgespielt haben. Wir sehen uns aber eh wahrscheinlich in Season 3 alle wieder. Und ja, ich dachte mir, dass... wäre jetzt eigentlich nochmal ein guter Moment, um nochmal zu fragen, wie ihr meine ganze Aufmache so findet, was ihr von dem Kanal haltet, von den Videos und so weiter und so fort und auch mal ein bisschen Vorschläge, Ideen reinbringen, keine Ahnung, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne wollt, was ich verbessern kann, dann haut's einfach mal raus und ja, gebt sozusagen ein bisschen Feedback, dass wir noch ein bisschen mehr interacten können. Das war's eigentlich so in dem Sinne, ja. Der Season 3 Trailer ist auch schon vor ein oder zwei Tagen gekommen, der Server läuft doch schon, morgen geht dann die Folge online, die erste. Ich hatte im Trailer fälschlicherweise gesagt, dass die erste Folge von Season 3 an dem Tag, an dem der Trailer rauskommt, kommt. Das ist aber nicht der Fall. Das war leider ein Fail meinerseits. Tut mir leid. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, war ein echt, 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 echt geiles Finale. Der Raid hat mir super geil gefallen. Lasst eine Bewertung da. Ich freue mich richtig auf Season 3. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen gespannt. Hier beende ich die Aufnahme und tschüss.